Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Heute geht es um den Aqua-Channel und was genau das ist, das erzählt uns jetzt Christoph Weinberger. Hallo Christoph. Hi Olli, na, alles klar bei dir? Ja, aber natürlich. Christoph, jetzt aber erstmal ein bisschen was zu dir. Wie bist du überhaupt erstmal ganz ursprünglich angefangen zu den Fischen, zu dem Hobby Aquaristik gekommen? Also das war so in meiner Schulzeit. Wir haben damals bei uns an der Schule zwei große Aquarien gehabt. Das habe ich mir immer gerne angeschaut. Und dann habe ich irgendwann die Schüler gefragt, die das betreuen, ob ich da mithelfen kann. Ne? Und wie es dann so ist in der Aquaristik, das hat man jetzt schon öfter gehört. Ne? Irgendwann infiziert es einen und man holt sich dann eben selbst Aquarien. Das war vor circa 7 Jahren, 8 Jahren sowas in die Richtung. Und seitdem bin ich auch im Aquavirus infiziert. Und was genau ist der Aqua-Channel? Der Aqua-Channel, der entstand eigentlich so ein bisschen dadurch, dass ich dann meinen Kumpel, den Moritz, mit dem ich das auch mache, also wir haben dann beide auch mit der Zeit die Aquarien betreut und haben dann auch ein bisschen im Internet rumgeschaut, ne, haben aber so ein bisschen wenig Informationen für Einsteiger gefunden und dann haben wir uns überlegt, ja Mensch, wir sind beide YouTube-Fans, ne, lass uns doch auch mal einen YouTube-Kanal machen, ne, der sich speziell an Einsteiger oder Jugendliche richtet. Und dann kam uns eben so die Idee zum Aqua-Channel und dann haben wir das Ganze eben aufgezogen, ne. Kannst du da nochmal genau erklären, was der Inhalt ist auf dem Aqua-Channel? Ja, also unsere Inhalte beziehen sich eben, wie ich es schon gesagt habe, hauptsächlich auf Einsteiger, auf Jugendliche. Ne, wir wollen eben Leute an das Thema hinführen mit möglichst einfachen Mitteln. Das heißt, unsere Inhalte sind ganz unterschiedlich, sehr breit gefächert. Zum einen natürlich klassische Sachen wie, wie richtet man ein Aquarium richtig ein am Anfang, wie gehe ich damit um, wie pflege ich das Ganze? Dann besuchen wir natürlich auch immer wieder Leute, um den Menschen halt Einblicke zu gewähren in das Hobby, wie andere Menschen das Hobby betreiben, in welchem Maße sie es betreiben. Stellen natürlich auch Pflanzen und Fische vor, besuchen Veranstaltungen. Also wir haben ein sehr, sehr breites Feld, was wir dann versuchen mit Inhalten zu füllen. Aber da entstehen doch sicherlich für euch auch Kosten, oder nicht? Natürlich entstehen Kosten, aber wir haben halt einfach gesagt, okay, es ist halt einfach was, was uns Spaß macht, ja. Die Meinungen oder die guten Rückmeldungen von den Zuschauern und vor allem auch von den Jugendlichen und den Kindern, die geben uns einfach viel. Und deswegen, wir machen das alles auf unseren, also wir machen das alles auf unsere Kosten. Wir haben da jetzt auch nicht jemanden, der im Hintergrund uns da finanziell unter die Arme greift, sondern das passiert alles mit meinem Azubi-Gehalt oder mit eben mit dem Taschengeld von Moritz, ne? Bei Google war ja immer Don't be evil, glaube ich, als Motto oder als Medium. Gibt es bei dem Aqua-Channel auch irgendein Motto oder auch ein oberes Ziel, was über der Türschwelle hängt? Wir haben auf unserem YouTube-Kanal haben wir jetzt so einen schönen neuen Header und da steht drauf Aquaristik, wie sie sein sollte. Ne? Ich meine, Moritz und ich, wir haben beide sehr viel Spaß an dem Hobby. Wir können uns einfach sehr viel mit rausnehmen und wir haben einfach auch sehr viel Freude dran. Und ich glaube, das ist so das, was uns einfach verbindet oder was uns einfach an dem Hobby hält. Und das wollen wir eben nach außen auch weitertragen. Gibt es denn auch irgendwelche Ziele, wo ihr noch hin wollt damit? Oder habt ihr schon alles erreicht, was man erreichen kann? Also ich denke natürlich, alles erreichen kann man nie. Wir sind, denke ich, beide auf einem sehr guten Weg in die Richtung, in die wir gehen wollen. Wir haben natürlich verschiedene Projekte. Sicherlich gibt es auch noch einige Dinge, die wir noch ein bisschen anders umsetzen wollen, die wir vielleicht noch professioneller machen wollen. Das ergibt sich mit der Zeit, ne? Und wir sind ja beide noch jung, also haben wir noch ein bisschen Zeit dafür. So im Moment sind wir zufrieden damit. Und ja, die paar Projekte, die wir noch im Hintergrund haben, die wir noch so im Petto haben, sage ich jetzt mal, die werden dann zeigen, wo uns der Weg noch hinführt. Aber so wie es jetzt im Moment läuft für uns, sind wir recht zufrieden damit. Christoph, du hast jetzt schon öfter gesagt, du bist ja noch jung. Wir haben gar nicht gefragt, wie alt bist du eigentlich oder wie alt seid ihr? Also der Moritz, der ist, der dürfte jetzt 17, 18 sein. Das, wenn er das hört, wird er mir sicher böse sein, aber 17 oder, ja, eigentlich glaube 17 ist er. Und ich bin jetzt frische 20, ne? Also wir sind beide eigentlich noch relativ jung. Er ist in der Schule und ich mache meine Ausbildung, aber eben nebenbei verbindet uns beide das Hobby mit der Aquaristik. Jetzt bin ich mal ganz gemein, ist natürlich nicht ernst gemeint, aber jetzt würde ich als, ich bin knapp über 40, habe zwar keine Ahnung von Aquarium, aber wenn ich jetzt seit 20 Jahren Aquarianer wäre, würde ich natürlich sagen, hier die Jungspunde, die haben noch gar keine Ahnung und die wollen mir was erzählen?
Naja, also ich sehe das natürlich auch so, ne, einem alteingesessenen Aquarianer, der schon das Hobby ewig lange betreibt und natürlich auch schon seine Erfahrungen gesammelt hat, den können wir natürlich nicht ansprechen, das ist auch nicht unsere Motivation, sondern wie ich es eben vorhin auch schon mal erwähnt habe, wir wollen natürlich schauen, dass wir das auch nach außen schön vertreten, das Hobby, und dass wir damit dann vielleicht auch neue Jugendliche ansprechen können, vor allem, ne, weil die Jugend, die geht ja immer mehr zurück in der Aquaristik aufgrund von sozialen Medien, Playstation und solchen Sachen, und wir wollen einfach auch zeigen, dass Aquaristik durchaus modernes Hobby sein kann. Und dass wir natürlich den Erfahrenen damit nicht sofort ansprechen, weil er seine eigenen Erfahrungen macht oder schon das Wissen hat, das ist natürlich klar. Wie finde ich denn den Aqua-Channel? Ja, also uns findest du natürlich auf YouTube. Wir sind eben ein YouTube-Kanal. Wir machen unsere Videos über die Aquaristik. Natürlich haben wir noch verschiedene andere Sachen. Wir haben natürlich unsere Webseite. Wir sind natürlich auf den sozialen Medien vertreten. Das heißt also auch auf Facebook, auf Instagram, Twitter. Und natürlich haben wir auch eine Webseite, wo du uns findest. Da findest du alle Informationen über den Moritz und mich. Und natürlich auch über Veranstaltungen, die bei uns anstehen oder über Veranstaltungen, die wir besucht haben. Also im Grunde genommen haben wir unsere soziale Media-Bandbreite schon recht gut abgedeckt und auch recht breit abgefächert, sodass man uns eigentlich mit viel Glück in der Google-Suchmaschine sofort findet. Und wie genau ist die Website? Die Webseite, die von uns ist www.aquachannel.de. Also das ist ganz einfach auch. Das kann man sich, glaube ich, auch ganz gut merken. Und da findet ihr dann alle Infos zu uns und zu unseren Aktivitäten. Der Videoprofi würde jetzt wahrscheinlich sagen, naja, irgendwelche Handycam, selbst gebastelten YouTube-Videos, das kann ja nichts taugen. Da kannst du doch hoffentlich widersprechen. Natürlich. Also sicherlich haben wir das am Anfang auch gehabt. Als wir noch ganz am Anfang standen, hatten wir noch keine professionellen Schnittprogramme und auch noch kein Kamera-Equipment. Das hat alles die Zeit mit sich gebracht. Also unser erstes Video, das weiß ich noch, muss ich so ein bisschen in Nostalgie schwelgen, haben wir noch mit einem ganz alten iPod gemacht und da war natürlich die Qualität auch entsprechend vernichtend. Aber mit der Zeit hat sich dann schon einiges an Material angesammelt in Form von Kameras und auch professionellen Schnittprogrammen, die wir uns dann auch mit der Zeit erspart und zugelegt haben. Also natürlich sind wir keine Steven Spielbergs, das ist natürlich klar. Aber ich denke, für die Mittel, die wir haben, die wir zur Verfügung haben, machen wir eigentlich schon das Beste draus. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles über den Aqua-Channel erfahren. Aber ich glaube, wir können noch 8 Stunden weiterreden. Der Hörer muss sowieso selber schauen. Unter www.aquachannel.de findet er dann alle weiteren Infos. Christoph Weinberger, genau. Vielen Dank für das spannende Interview. Ja, ich habe zu danken. War mir auf jeden Fall eine große Ehre, dass ich hier für MyFish und für das Haustierradio zur Verfügung stehen durfte. Und ich hoffe, ihr macht weiter so mit dem Ganzen, weil das ist echt ein super Projekt. Und ich hoffe, man hört noch mehr von euch. Da arbeiten wir auf jeden Fall dran. Vielen Dank, Christoph. Super. Und tschüss. Ich sage auch danke. Ciao. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.